Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres MV1 Magazins. Wieder einmal mehr präsentiert aus der mecklenburgischen Seenplatte. Heute sind wir hier in der Nähe von Mollinsdorf, ein kleiner Ort zwischen Neubrandenburg und Wahren-Müritz. Ja, und Sie sehen schon hinter mir, es wird langsam richtig herbstlich und das ist auch gut so. Wird auch Zeit nach einem tollen Sommer, kommt jetzt hoffentlich ein schöner goldener Herbst. Und das sind die Themen in unserer heutigen Sendung. Bützow, neues Hafthaus für die JVA. Bad Doberan, die Bäderbahn feiert. Rostock, unterwegs mit einem Stadtwerke-Trainee. Und Schwerin, das New Model ist gefunden. Außerdem haben wir für unseren Blickpunkt MV wichtige Events in Mecklenburg-Vorpommern besucht. Als Häftling darf man nicht unbedingt Komfort erwarten. Trotzdem war für die JVA Bützow die Unterbringung von Häftlingen in Containern kein wünschenswerter Zustand. Nun wurde das neue Hafthaus feierlich eingeweiht. Es ist wahrscheinlich das modernste und das teuerste Gefängnis Deutschlands. Rund 13 Millionen Euro hat das Land Mecklenburg-Vorpommern im Hafthaus H in der JVA Bützow verbaut. 140 Insassen werden hier auf 3.400 Quadratmetern die bestmöglichen Haftbedingungen genießen. 134 Einzelhafträume, zwei davon behindertengerecht, ein kleines Fitnessstudio, eine Küche, alles auf dem Niveau eines durchschnittlichen 3-Sterne-Hotels. Also ich glaube nicht, dass wir hier eine Luxusausstattung haben, sondern wir haben eine Ausstattung, die den modernen Erfordernissen des Strafvollzuges gerecht wird. Das ist einfach wichtig, weil Menschen, die inhaftiert werden, müssen auch eine Chance bekommen für die Zukunft. Und dafür ist menschenwürdige Unterbringung erstmal Voraussetzung. In den 90er Jahren ging die JVA Bützow als Schreckensknast durch die Medien. Nichts erinnert mehr im Hafthaus H an die Zeit vor knapp 20 Jahren, wo in maroden alten Gemäuern die Massenmenschenhaltung betrieben wurde. Die Millioneninvestition ist deshalb eine Art Wiedergutmachung. Die Planer haben hier buchstäblich den Traum von einer besseren Welt verwirklicht. Der Haftraum hat eine Heizung, die nicht vom Personal oder vom Häftling bedient wird, sondern die wird ferngesteuert über die Elektronik, die im äußeren Installationsschacht sich befindet, wo die Wärmemenge auch gezählt wird. Das Gleiche gilt für die Wassereinspeisung. Auch da gibt es Drucktaster, dass eine vorprogrammierte Temperatur eingestellt ist, sodass er sich nicht verbrennen kann. Aber eine Körperwärme-Temperatur fürs Duschen, fürs Waschen, fürs Rasieren erhält und die sich nach gewissen Sekunden auch vorprogrammiert wieder abschaltet, sodass wir keinen Wasserhahn auf- oder zudrehen, der im Dauerbetrieb ist. Mit dem Hafthaus H will die JVA offenbar den kompletten Neuanfang schaffen. Düstere Spuren aus der Nazi-Zeit und aus der DDR-Vergangenheit sind hier grundsätzlich nicht mehr präsent. Die früher miserablen hygienischen Bedingungen sind ebenso Geschichte. Endlich bekommen die Häftlinge das Recht auf ausreichend Privatsphäre bis hin zur Zellentelefonie. Das heißt, wir haben bei unserem Vertragspartner Telio es geschafft, dass wir Handapparate kriegen für die Gefangenen, die sie auf der Zelle haben. Wenn der Gefangene kommt, richtet er sich ein Konto ein, zahlt dort Geld ein, kann dann über eine PIN-Nummer hier telefonieren. Und die Besonderheit ist, was es ja bisher nicht gab, er ist alleine in seinem Haftraum, kein anderer Gefangene hört zu. Er kann in Ruhe auch mit seiner Familie Dinge besprechen, die man sonst auf dem Flur früher nicht besprochen hat. Noch gibt es in Bützow einige Bedienstete, die das blutige Geiseldrama in der JVA am Tag der Einheit 1995 erlebt haben. Vor die Kamera wollen sie nicht, doch der Schrecken sitzt immer noch tief. Leider musste es ganze 20 Jahre dauern, bis dieses Haus mit zuverlässigen Sicherheitsvorkehrungen und menschenwürdigen Haftbedingungen endlich entstand. Es ist wichtig, dass der Gefangene sich zurückziehen kann, dass der Gefangene seinen eigenen Raum hat, nicht in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht wird und ähnliches und auch alleine mal über Dinge nachdenken kann. Aber es ist auch wichtig, dass wir den Gefangenen sehen in der Gemeinschaft. Dazu haben wir diese gut einsehbaren Gemeinschaftsräume. Wir haben gut einsehbare Flure, wir sehen, was los ist und wir können im Zweifelsfall auch relativ schnell zugreifen. Das stolze Ziel ist es, die gesamte JVA Bützow künftig zur besten Anstalt des Landes zu machen. Bereits im Frühjahr werden auf dem Gelände Sanierungsmaßnahmen stattfinden. Eines der berüchtigsten Gefängnisse Deutschlands wird dadurch nicht nur topmodern, es wird einfach nur normal.
Jeder kennt die Bäderbahn, die zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn verkehrt. Molly gehört zur Küste, so wie die Wellen und der Strand. Das Rollende Museum feierte nun 20 Jahre Privatisierung. Mit ihm fing alles an. Als die Dampftrambahn 1886 bei der Jungfernfahrt losfuhr, blieb zufällig ein Hündchen am Gleis zurück. Seine Besitzerin streckte sich aus dem Fenster und rief laut nach ihrem Schatz: Molly, Molly! Seitdem hat die Mecklenburger Eisenbahnlegende ihren international bekannten Spitznamen. In diesem Jahr wird das 20-jährige Jubiläum der erfolgreichen Privatisierung der Molly in Kühlungsborn gefeiert. Die Deutsche Bahn AG hat ja beschlossen, bis 01.01.1996 entweder alle Schmalspurbahnen zu privatisieren, alternativ stillzulegen. Und so haben sich damals der damalige Landkreis Bad Doberan, die beiden Städte Kühlungsborn und Bad Doberan sowie vier Privatpersonen entschlossen, hier sozusagen diese Bahn in die kommunale Hand zu nehmen und zu privatisieren. Schall und Rauch, eine lebendige Geschichte. Seit 35 Jahren kümmert sich der Verein zur Traditionspflege der Molly um den Erhalt der Legende. Ursprünglich war die 6,6 Kilometer lange Strecke zwischen Bad Doberan und Heiligendamm zur Beförderung des herzöglichen Hofes gen Strand gedacht. Doch schon bald wurde die Molly einfach zur beliebten Bäderbahn. Sie sehen hier einen Wagen der Waggonfabrik Wismar aus den Baujahren zwischen 1914 und 1926. Sie liefen in diesem Zustand, das ist der Originalzustand, bis in die 50er Jahre. Dann kam eine Rekonstruktion und das heißt, diese Wagen wurden vereinfacht. Das heißt, die Wandtäfelungen wurden zugenagelt, die Oberlichter wurden mit Blechen zugenagelt. Eisenbahnromantik pur. Eine kurze Fahrt mit einer echten Lok ist in Kühlungsborn eine etablierte Attraktion für Groß und Klein. Der Begriff Lokführer bedeutet hier genau das, was es vor über 100 Jahren schon hieß. Um die alte Dame unter Dampf zu kriegen, ist eine umfangreiche Ausbildung nötig. Man kann nicht gleich als Lokführer auf die Dampflok losgelassen werden. Man lernt erstmal, wie man heizt, was man da alles zu tun hat. Dann macht man einen Kesselwerder-Lehrgang, dass man den Kessel, weil er überwachungspflichtig ist, richtig bedienen kann. Dann geht man auf eine Lokfahrschule und lernt halt die Dampfloktechnik an sich. 1986 hatte der Verein den ersten Waggon restauriert und präsentierte diesen voller Stolz den Gästen. Die damalige Reichsbahn hat den Erfolg erkannt und anerkannt. Weitere Waggons wurden den Restauratoren zur Verfügung gestellt. In mühevoller Kleinstarbeit haben sie dann den kompletten Museumszug wieder hergerichtet. Nach Feierabend, Sonnabend, Sonntags haben wir praktisch die Innenausbauten wie Füllungen, wie Oberlichter, wie Gepäcknetze neu angefertigt, teilweise waren die Füllungen auch da. 1976 wurde die Molly nach langen Jahren hochfrequentierter Nutzung komplett unter Denkmalschutz gestellt. Allerdings fehlten damals die Gelder für die praktischen Maßnahmen. Nur nach der Privatisierung der Bahn 1995 fand bis 2002 eine umfassende Sanierung aller Fahrzeuge, Gleisanlagen und Gebäude statt. Die alten Loks sind deshalb noch immer fahrtüchtig. Und dann kommt noch dazu, dass das jede Dampflok, man sagt, so ein anderes Temperament hat. Die eine ist ein bisschen träger, die andere ist ein bisschen feuriger, die will ein bisschen hart angefasst werden. Ist unterschiedlich. Kriegt man über die Jahre denn, oder muss man rauskriegen. Ganz am Rande erwähnt, die Molly ist immer noch eine funktionierende Bahn und verkehrt mehrmals täglich zwischen Kühlungsborn und Heiligendamm. Zum G8-Gipfel 2007 wurde damit die internationale Presse befördert. Zwischen 2011 und 2012 erfolgte eine erneute Sanierung der Gleisanlagen. 20 Jahre nach der Privatisierung bleibt Molly noch immer jung. Wir haben einen Verkehrsverkehr mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern, verkehren also im Schienenpersonennahverkehr und sind natürlich gleichzeitig touristischer Leuchtturm hier an der Küste und stehen so zum einen für den im Regelverkehr natürlich für Berufspendler zur Verfügung, auf der anderen Seite natürlich für die vielen nationalen, internationalen Touristen, die hier letztendlich diese historische Eisenbahn, dieses Highlight nutzen möchten. Und so geht es für die neuen Passagiere ganz gemütlich zu. Richtung Ostsee. 2016 wird die Molly 130 Jahre. Die Legende lebt weiter, natürlich mit sehr viel Schall und Rauch.
MV1 präsentiert. Die 34. Rostocker Stummfilmnacht in der Nikolaikirche Rostock. Erleben Sie den Klassiker der Horrorfilme. Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens aus dem Jahre 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau. Ein Höhepunkt der Filmgeschichte aus Mecklenburg. Der Film entstand unter anderem in Wismar und Rostock. Dirk Wüstenberg begleitet Nosferatu auf der Orgel. Mit freundlicher Unterstützung von Lotto MV, der Stadtdruckerei Weidner, Restaurant Kellergeister und MV1. Das ist Rostock, die schönste Stadt im Norden. Und das ist der Rostock Shop im Ostseepark. Hier bekommen Sie alles rund um das Thema Rostock. Hochwertige Kleidung, modisch designt. Rostock Shop. Zeig, wo du gern bist. www.rostockshop.de. Die Rostocker Stadtwerke kennen die meisten persönlich nur von der Beratungsstelle. Einigen Trainees gewährt das Unternehmen nun einen Blick hinter die Kulissen. In 24 Monaten lernen Uni-Absolventen das ganze Unternehmen kennen. Robert Kelling hat es geschafft. Er ist einer von 4 neuen Trainees bei den Rostocker Stadtwerken. Fast 90 Mitbewerber konnte er hinter sich lassen, nicht zuletzt, weil der 29-Jährige, der einen Masterabschluss in der Tasche hat, in einem umfangreichen Auswahlverfahren fachlich und charakterlich überzeugen konnte. Ich habe ein Abitur gemacht hier in Rostocker Umland, habe dann ein duales Studium gemacht, wo ich eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung gemacht habe und BWL studiert habe, bin dann zurück nach Rostock gekommen, habe nochmal komplett neue Maschinenbau studiert. Hier an der Universität Rostock in Vertiefungsrichtung Konstruktionstechnik und Strukturmechanik. 2 Jahre lang hat er jetzt die Möglichkeit, alle wichtigen Abteilungen im Unternehmen kennenzulernen und sich schließlich auf einen Hauptbereich zu spezialisieren. Vor allem für das Wärmenetz wird er künftig zuständig sein. Grob ist es so, man entwickelt die Instandhaltungsstrategie mit Weiteroptimieren in einem Team. Und da kann man sich darunter vorstellen, es gibt ja ganz, ganz viele 1000 Kilometer Leitungen, die hier in der Stadt sind. Die müssen natürlich auch gewartet werden. Und die ganzen Verteilerstationen und die Hausanschlüsse und alles. Und dafür müssen Pläne entwickelt werden und Strategien optimiert werden. Nicht nur ein Mentor, sondern auch Sven Radeloff wird ihm zur Seite stehen. Radeloff hat die Trainee-Ausbildung gerade hinter sich und gibt seine Erfahrungen gerne weiter. Und dort hast du dann die Übergabe, die Schnittstelle zu der Hausanlage. Die Hausanlage kann natürlich entweder nur die Heizungsanlage sein oder auch Heizungsanlage und Trinkwarmwasserbereitung. Es ist sehr vielfältig, das Unternehmen, durch die Größe an sich schon und durch die verschiedenen Gewerke, die wir hier im Hause haben. Und ich bin eigentlich glücklich, das so eingeführt worden zu sein in die Stadtwerke und habe jetzt einen sehr breiten Blick auf die Stadtwerke. Und heute ist eigentlich auch mein erster Arbeitstag als vollwertiger Mitarbeiter. Auch Robert Kelling erhofft sich, dass er sich hier persönlich weiterentwickeln und zahlreiche Kontakte knüpfen kann. Die Entscheidung, sich bei den Rostocker Stadtwerken zu bewerben, war ihm leicht gefallen. Ja, ich habe nach einem Unternehmen gesucht, was halt was gesellschaftlich Positives tut und eine gewisse Unternehmensgröße hat und auch sehr profitabel ist und auch mit der Region verbunden ist. Und da waren die Stadtwerke für mich an der ersten Stelle gleich. Seit 2003 gibt es im Unternehmen eine Trainee-Ausbildung. Für den Energiedienstleister ist sie eine wichtige Säule für die personelle Zukunftssicherung. Bisher haben 31 Absolventen diese besondere Ausbildung durchlaufen. Heute sind noch 21 von ihnen im Unternehmen tätig. Und so hat auch Robert Kelling gute Chancen, nach den 2 Jahren beim Energiedienstleister bleiben zu können. Weiter geht es mit unserem Blickpunkt MV. Mit dabei unter anderem die Flusspferde im Rostocker Zoo.
Rostocker Zoo können erstmals Zwergflusspferde bestaunt werden. Nimba und Onong heißen die neuen Zoobewohner, die im ehemaligen Elefantenrevier Platz gefunden haben. Für den Umbau des Innenraums wurden rund 230.000 Euro investiert. Nimba wurde im Oktober 2013 in Frankreich geboren, Onong im Mai 2014 in einem Zoo in der Schweiz. Die kommen aus Äquatorialafrika, Westküste, im Dschungel in einem relativ kleinen Gebiet. Es gibt wohl nur noch 3.000, 4.000 Tiere in freier Wildbahn. Die leben im Dschungel, liegen nicht so wie die großen Flusspferde im Wasser den ganzen Tag, sondern bewegen sich auf Dschungelpfaden und gehen oftmals erst bei Gefahr ins Wasser. Die nachtaktiven Zwergflusspferde werden im Zoo mit vegetarischer Kost wie Salat, Obst, Karotten, Brokkoli oder Heu gefüttert. In der freien Natur ernähren sie sich von abgefallenen Früchten im Regenwald, von Farnen und Gräsern. Ein bisschen werden die beiden noch wachsen, bis zu einem Meter groß können sie werden. Nicht selten erreichen sie ein Alter von über 40 Jahren. Zwergflusspferde sind Einzelgänger von Natur aus und wenn wir Glück haben, können wir sie irgendwann zusammenhalten, können wir irgendwann die Tür da aufmachen. Aber ich würde sagen, in der Regel eben sind es Einzelgänger und sie werden diesem Verhalten wahrscheinlich auch folgen. Und so müssen wir sie eben getrennt halten. Immerhin, die beiden beschnuppern sich schon gegenseitig. Mit 3 bis 4 Jahren wird das Männchen geschlechtsreif sein, das Weibchen mit etwa 3 Jahren. Es besteht also durchaus die Hoffnung, dass es ab 2017 auch mit dem Nachwuchs klappt. MV1. Mein Land, mein Sender. Es ist endgültig auf dem Weg, das Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an Windparks. Nach dem einstimmigen Beschluss im Kabinett führt der Weg nun in den Landtag. Bei erfolgreichem Beschluss würde dieses Gesetz ein Novum darstellen. Mecklenburg-Vorpommern wäre das erste Bundesland, das ein Bürgerbeteiligungsgesetz für den Ausbau der Windenergie installiert. Energieminister Christian Pegel stellte auf der Landespressekonferenz am Dienstag die Kernpunkte der Gesetzesvorlage vor. Grundidee: Projektträger von neuen Windenergieparks werden verpflichtet, eine haftungsbeschränkte Gesellschaft zu gründen und mindestens 20% dieser Gesellschaft den unmittelbaren Nachbarn zur Beteiligung anzubieten. Darüber hinaus können Projektträger zusätzlich alternative Angebote machen und die Bürger beispielsweise über günstigere Strompreise am Gewinn beteiligen. In der Verbandsanhörung, die wir jetzt durchgeführt haben, ist ein weiterer Weg als für die Unternehmen besonders wichtig deutlich gemacht worden. Den haben wir jetzt zusätzlich ergänzt in den Gesetzentwurf aufgenommen. Künftig kann der Investor statt der direkten Beteiligung, ich mache also die Bürger und die Gemeinde zu Mitgesellschaftern, stattdessen auch entscheiden, dass er diese direkte Beteiligung nicht möchte, aber der Gemeinde dann pauschal für die gesamte Standzeit der Anlage jedes Jahr einen pauschalen Betrag zahlt, der sich danach richtet, wie viel Strommenge in dem Jahr erzeugt worden ist und indem er die Bürger nicht unmittelbar bei sich beteiligt, sondern über eine Bank. Die Bürger also das Geld, was sie bereit sind zu investieren, bei einer Bank anlegen, die Bank damit ein Darlehen beispielsweise an die Projektgesellschaft gibt und umgekehrt ein solider Zinssatz dann von der Bank an die Bürger gezahlt wird, was den erheblichen Vorteil hat, dass anders als wenn ich mich an einem Unternehmen beteilige, das Geld, was bei der Bank liegt, über diese in Deutschland üblichen Anlagensicherungsfonds gesichert ist. Selbst wenn also die Windkraftanlage wieder erwartet nicht so gut läuft, ist mein Kapital nicht weg. Von der gesetzlichen Regelung werden Windkraftanlagen erfasst, die einer Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz bedürfen. Das betrifft Anlagen ab einer Höhe von 50 Metern. Eine Kaufberechtigung für Gesellschaftsanteile haben Anwohner und Gemeinden in einem Umkreis von 5 Kilometern. MV1. Mein Land, mein Sender. Sechs Bilder der Künstlerin Mechthild Mannewitz sind seit dem 6. Oktober in der Weinwirtschaft im Steigenberger Hotel Sonne in Rostock ausgestellt. Das angesagte Lokal gehört zur Arcona Hotels und Resorts mit Sitz in der Hansestadt.
Die Ausstellung von Mechthild Mannewitz ist ein Vorbote der Kunstbörse der Ostsee-Zeitung, die auch dieses Jahr in der Hochschule für Musik und Künste in Rostock veranstaltet wird. Werke von 13 Künstlern kommen am legendären Auktionstag am 14. November unter den Hammer. Die Arkona-Gruppe unterstützt die Kunstbörse seit Jahren. Aus einer privaten Leidenschaft ist jetzt auch eine berufliche Leidenschaft geworden. Wir statten alle unsere Hotels mit Originalen aus und versuchen nun auch den Bezug zu regionalen Künstlern zu bekommen. Und da ist die Kunstbörse hier in Rostock natürlich ein Vorreiter. Und deshalb haben wir das Gespräch gesucht mit unseren Partnern und haben gefragt, ob wir nicht etwas im Vorfeld der Kunstbörse machen wollen und vor allem eben auf regionale Künstler bezogen. Mannewitz ist eine bekannte Rostocker Künstlerfamilie. Für die 88-Jährige ist Malerei nach eigener Aussage Lebenselixier. Ihre Ausbildung genoss Mechthild Mannewitz bei dem bekannten Rostocker Maler Egon Schirch vor rund 60 Jahren. Ich bin die Tochter eines Konzertmeisters des Rostocker Symphonieorchesters, des ersten Konzertmeisters. Und wer mit Musik aufwächst, der wächst praktisch auch mit Malerei auf. Die beiden Dinge sind so eng miteinander verbunden, dass mein Vater hat mich fast jeden zweiten Sonntag ins Rostocker Museum geführt. Und da bin ich schon mit den Dingen zusammengekommen. Und nicht nur mit Malerei, sondern eben auch mit anderen Bildern, mit der Grafik. Die Bilder von Mechthild Mannewitz folgen einer eigenen Formsprache. Einflüsse der europäischen Moderne spielen in ihren Bildern eine Rolle. Chagall und naive Malerei üben auf ihr Spätwerk Einfluss aus. Die Bilder sind noch bis zum 23. Oktober in der Weinwirtschaft zu erleben. Am 26. Oktober gibt es in der Hochschule für Musik und Theater Rostock die Vernissage zur OZ-Kunstbörse. MV1. Mein Land. Mein Sender. Der Umweltpreis des Landtages Mecklenburg-Vorpommern wurde am Dienstag im Thronsaal des Schlosses feierlich verliehen. Insgesamt 6 Initiativen zum Schutz und zur Entwicklung von Gewässern als Habitat und als natürliche Ressource wurden ausgezeichnet. Die Preisträger haben ihren Beitrag im Erwachsenenbereich wie auch im Bereich Kinder- und Jugendprojekte geleistet. Mit großer Sorge haben die Experten bei der Preisverleihung über den Wasserschutz gesprochen. Denn nur 4% aller untersuchten heimischen Gewässer weisen nachhaltige, 100%ige Qualität vor. Gewässerqualität ist nicht gleich Gewässerqualität. Wir sind dabei, die Qualität der Gewässer ständig zu verbessern, aber sie ist noch lange nicht gut genug. Das hat auch etwas zu tun mit der Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung, mit den Einträgen von Stickstoff, Phosphat und so weiter. Der erste Preis ging an den Förderverein des Naturparks Mecklenburgische Schweiz, Kummerower See. Ebenfalls ausgezeichnet wurden der Förderverein des Naturparks Feldberg, Uckermarsche Seenlandschaft und die Agrargenossenschaft Bartelshagen. Träger des Jugendumweltpreises 2015 sind die Kita Haus Sonnenschein aus Bantin sowie die Freie Schule Pröberow und die Klasse 3b der Schule am Friedensring Wittenburg. MV1. Mein Land. Mein Sender. Am Donnerstag wurde das Richtfest am Neubau des Goethe-Gymnasiums in Schwerin gefeiert. Schon bald erhält das Allgemeinbildende und Musikgymnasium neue Klassen- und Gruppenräume, eine neue Bibliothek, Klassenraum, Verwaltungsbereich, Cafeteria, Informatik- und Kunstbereich. 12 Millionen Euro wurden in die Baumaßnahmen investiert. 4,2 Millionen steuerte das Wirtschaftsministerium dazu. Aus den Mitteln der Städtebauförderung wurden in Schwerin bereits mehrere Projekte unterstützt. Das jüngste war die Schwimmhalle auf dem Großen Dreisch. Mit ihrer Kooperation bei den wichtigsten Vorhaben sind Stadt und Land sehr zufrieden. Die Kooperation ist ja einmal im Bereich der Bildung festzustellen, im anderen Bereich im Bereich Freizeit, aber eben auch im Bereich Wirtschaft. Das sind so drei große Felder, in denen man sagen kann, dass das Wirtschaftsministerium mit der Stadt Schwerin sehr gut zusammenarbeitet. Und das Goethe-Gymnasium ist ein Beispiel dafür, wie man Bildungspolitik und Stadtinteressen zusammenfügt, um einen alten Standort neu zu ertüchtigen und in einen modernen Zustand zu versetzen. Das Schweriner Goethe-Gymnasium wird derzeit von mehr als 800 Schülern besucht. Es ist weit über die Grenzen der Stadt bekannt und genießt einen sehr guten Ruf, betonte Harry Glawe.
Das neue Schulgebäude soll auch dazu beitragen. Die Eröffnung ist für Mitte 2016 vorgesehen. MV1. Mein Land, mein Sender. Die diesjährige Bestenehrung der IHK zu Rostock fand am 7. Oktober in der Nikolaikirche Rostock statt. 62 der insgesamt 2.345 ehemaligen Auszubildenden und Umschüler im Bezirk der IHK zu Rostock bestanden ihren Abschluss in der Winterprüfung 2014-15 und der Sommerprüfung 2015 mit der Note 1. Diese besondere Leistung lobte Klaus Ruhe-Matzen, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock, in seiner Rede. Nach seinem herzlichen Dank an alle rief er die Absolventen auf, in Mecklenburg-Vorpommern zu bleiben, einem Land zum Leben. Auch der Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe, betonte die Bedeutung von gut ausgebildeten Fachkräften im wirtschaftlich wachsenden MV. Er lobte die Absolventen und ihre Leistung. Ja, ich denke, sie haben sich einerseits toll gemacht. Sie haben hervorragende Prüfungsergebnisse geliefert und sie zeigen damit, dass sie einmal fit für den neuen Beruf sind und andererseits eben auch für das Land werben. Neben der Ehrung der Besten wurden auch drei Ausbilder ausgezeichnet, die in der beruflichen Bildung besonderes Engagement gezeigt haben. Eine Urkunde und ein Durchstarten in MV-Pokal sollen diesen Einsatz sichtbarer in die Öffentlichkeit rücken, sagt Klaus Ruhe-Matzen. Durchstarten in MV ist eine gemeinsame Fachkräftekampagne des Wirtschaftsministeriums und der IHKs in Mecklenburg-Vorpommern. Die musikalische Begleitung erfolgte durch das Rostocker Duo Cupcake. MV1. Mein Land, mein Sender. Das Unternehmen Arcona Hotels und Resorts wurde mit dem Gütesiegel für Servicequalität ausgezeichnet. Zur Arcona-Gruppe gehören unter anderem das Steigenberger Hotel Sonne und die Kleine Sonne in Rostock. Aber auch in Wismar und Stralsund ist Arcona präsent. Mit der bundesweiten Auszeichnung vom Deutschen Tourismusverband wird ein exzellenter Service und eine hohe Kundenzufriedenheit bescheinigt. Man kann sich dort als Stadt bewerben und die Hansestadt Rostock hat sich als Servicestadt auch dort beworben. Dazu gibt es dann wiederum unterschiedliche Kriterien und diese Kriterien gibt die Stadt dann weiter in die unterschiedlichsten Unternehmen. Und wir haben uns als ein Unternehmen derzeit aktuell, glaube ich, von knapp 20 Unternehmen in Rostock beworben und sind mit der Servicequalitätsstufe 1 ausgezeichnet worden. Die Zertifizierung zum Qualitätsbetrieb ist branchenübergreifend möglich. Egal ob Tourismusorganisation, Handwerksunternehmen, Kultureinrichtung oder Arztpraxis. Jedes Unternehmen, das eine Dienstleistung anbietet und im Kundenkontakt steht, kann an einer entsprechenden Qualitätsschulung teilnehmen und sich für das Qualitätssiegel bewerben. Zum einen gibt es ja einen Kriterienkatalog, den haben wir ja ausgefüllt und dort wird ja gemessen, ob wir dann die Servicequalitätsstufe 1, 2 oder 3 erreicht haben, je nachdem, für was man sich beworben hat. Und natürlich bewerten die Gäste uns in erster Linie und das sehen wir natürlich an den Reputationen, wo wir liegen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die man nachschauen kann, im Internet zum Beispiel, da gibt es unterschiedliche Scores und da wird es dann alles zusammengezogen. Und wenn es eine relativ hohe Prozentzahl ist, dann freut man sich besonders und ich glaube, aktuell können wir uns hier in Rostock über eine sehr hohe Stelle im 80er-Bereich freuen. Arcona ist das 17. Unternehmen in Rostock, das das Qualitätssiegel erhalten hat. Mecklenburg-Vorpommernweit können sich damit 61 Betriebe schmücken. Die Schweriner Höfe. Hier können Sie etwas erleben. Reges Markttreiben jeden Freitag beim traditionellen Bauernmarkt. Die Kreativmärkte locken mit ihrem besonderen Charme. Ob ein guter Film, ein Festival oder einfach gute Künstler. Der Filmpalast Capitol, Ihr Ort für das besondere Event. Danach wird gefeiert im Club 77. Wir sind für Sie da, die Schweriner Höfe. Offen, echt, anders.
Sie haben keine Lust auf Stadtverkehr und damit verbundenen Verkehrsstau in Rostock? Kein Problem mit einem der modernsten Straßentunnel in Deutschland, dem Warnow-Tunnel Ihrer schnellen Verbindung in Rostock. Und der Warnow-Tunnel verbindet nicht nur einfach die beiden Ufer der Warnow in der Hansestadt, sondern er bringt sie schnell, sicher, bequem und günstig an die Ostseeküste und nach Warnemünde. Fahren statt warten also. Sparen Sie Zeit und tun Sie gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes. Der Warnow-Tunnel, die Abkürzung in Rostock. Schwerin hat das nächste Topmodel gesucht und gefunden. Im Schlosspark Center wurden Kandidatinnen gecastet, Fotoshootings durchgeführt und auf dem Laufsteg trainiert. Und das vor den Augen von Peyman Amin, bekannt aus Germany's Next Topmodel. Und dann kam das große Finale. Gleich nach der Fashion Week in Mailand und mitten in der glamourösen Pariser Modewoche wurde auch das Schlossparkcenter Schwerin zum Hall of Fame des Designs. Am Freitagabend stiegen die neun Finalisten des New Model Castings auf den Catwalk und stürzten in den Kampf um den größten Modepreis des Landes. Es war die coolste Show Mecklenburg-Vorpommerns, wo die Stars sich wie zu Hause fühlten. Ich habe es 2009 schon einmal selber als Kandidatin mitgehabt und durfte es heute mal von einer anderen Seite erleben. Und ich finde, es war sehr, sehr toll. Es war super organisiert, wir hatten tolle Musik. Ich fand gerade diese Aufmachung und das Thema großes Kino ist absolut super inszeniert worden. Drei harte Castingrunden hatten die Finalisten hinter sich. Die prominent besetzte Jury ließ gnadenlos die Köpfe rollen. Professionalität von 0 auf 100. Genau das wurde abverlangt. Und je näher man dem Finale entgegenkommt, desto kleiner sind die Unterschiede. Ja, das hat man heute auch gesehen. Irgendwie hätten sie es alle verdient zu gewinnen. Die Promis haben gezeigt, wo es lang geht. Das Black-and-White-Moderatorenpärchen Andrea Sparmann und Detlef die Soest ließ 3 Stunden lang die Puppen tanzen. Und die Nesthäkchen vom deutschen Dance-Papst Detlef haben auf dem Catwalk knallhart abgeliefert. Super, also wirklich genial. Ich war ja hier bei den ganzen Castings dabei, die waren schon sehr überwältigend, aber diese Party, diese Gala-Veranstaltung heute Abend ist nochmal das i-Tüpfelchen. Top-Labels sind an diesem Abend über den Schweriner Catwalk mit Pariser Leichtigkeit marschiert. G-Star, Tommy Hilfiger, Gastra, Emilio Adani und wie sie alle heißen. Eine Fashion-Attacke auf Mecklenburg-Vorpommern. Das Schlossparkcenter Schwerin hat sich damit zur Hochburg des internationalen Glamours etabliert. Großen Dank. Erstmal an meine Mitarbeiter hier im Schlossparkcenter, an mein Team, an meine Assistants, an meine Haustechnik und dann natürlich auch ein professionelles Team über Fashion Time, die mit uns dann die ganze Sache zusammen bearbeitet haben, das Motto festgelegt haben. Und dann waren sie dran. The Best of Northern Germany.
die vier schönsten Gesichter entlang der Ostseeküste. Schon bei dem doppelt besetzten Platz 2 war klar, dieses Ergebnis ist gar nicht mehr zu toppen. Doch es gab noch sie, Johanna Schürenberg. Die angehende Friseurin aus Schwerin hat die Jury buchstäblich vom Hocker gehauen. Mit der Platz 1-Urkunde und einem Modelvertrag in der Tasche ist Johanna das New Model 2015. Ich glaube, sich einfach gegen die anderen durchzuschlagen und einfach sein Bestes immer und in jedem Moment zu geben. Ich glaube, das war einfach das Schwerste, immer auf Zack da zu sein und die Klamotten angezogen zu haben. Ich glaube, das war einfach das, was am schwierigsten war. Viele wurden bereits vom Schweriner Catwalk blitzschnell in den siebten Himmel des Haute Couture katapultiert. Das 20 Meter lange Sprungbrett im Schlossparkcenter kann das. Ein weiterer Star glänzt seit Freitag am Fashion-Himmel. Aus der kleinsten und der schönsten Landeshauptstadt der Welt. Was kann es Schöneres bei solch einem goldenen Herbst geben als einen schönen Strandspaziergang? Und warum nicht mal reinschauen in das Kunstmuseum Ahrenshoop? Das Kunstmuseum Ahrenshoop macht die 120-jährige Geschichte des Künstlerortes erlebbar. Es ist eine kulturelle Perle, wie sie es nur am Ostseestrand geben kann. Äußerlich empfindet das Kunstmuseum die typischen rohrgedeckten Strandhäuser nach und gliedert sich damit in die Umgebung ein, wie die Künstler, die sich hier inspirieren ließen. 2014 erhielt es für die einzigartige Architektur den Landesbaupreis Mecklenburg-Vorpommern. Das im August 2013 eröffnete Kunstmuseum Ahrenshoop zeigt fast alle wichtigen Strömungen moderner deutscher Kunst, mehr als 130 Gemälde von 80 Künstlern. Die Dauerausstellung zeigt, wie die Künstler von der Umgebung zu unterschiedlichen Zeiten geprägt wurden. Regelmäßig laden Sonderveranstaltungen die Besucher dazu ein, sich von der unvergleichlichen Landschaft inspirieren zu lassen und zum Beispiel bei Familienworkshops selbst zum Pinsel zu greifen. Das soll es mal wieder gewesen sein, auch mit dieser Ausgabe Ihres MV1-Magazins hier aus der Nähe von Mollensdorf zwischen Neubrandenburg und Wahren-Müritz gelegen in der Mecklenburgischen Seenplatte möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie mit dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.